gespannt. Neues Spiel finde ich auf jeden Fall eine coole Idee und steht auch so immer über euren Köpfen, halt, seht ihr null gejagt und weiß ich wie viel. Also seht auch, wie viel euer Nachbar gerade gejagt hat oder schon erreicht hat. Ne? Vielleicht seht ihr, wer sogar ausscheidet. Ja, gut, liebe Leute, ich hoffe, ihr seid alle bereit. Ein Hashtag ja, ob ihr es alle verstanden habt und ob ihr alle bereit seid. Sehr, sehr gut. Ich denke mal, die neue Challenge wird euch auf jeden Fall Spaß machen. Ne? Wir müssen nur mal schauen, wie viele gleich weiterkommen, wenn jetzt hier wirklich die Hälfte ausscheidet. Das ist ein bisschen schwierig. Da müssen wir mal gucken. Aber ich denke mal, wir haben es ganz gut eingestellt. Also, wir denken uns ja auch dabei was. Gut. Die Leute sind... Wie man einen also, Server wir müssen das jetzt noch starten und dann können... Dann sortieren und dann können... Gut. Ja, von da aus würde ich sagen, die User sind bereit. Wir sind auch bereit und ich wünsche euch viel Glück bereit beim Jagen, viele liebe Leute. Ne, wie gesagt, ein Schwert und einen Bogen habt ihr, soweit ich gehört habe. Ne? Oder? Oder haben die nur unterschiedlich? Ja, ein Schwert und ein Bogen, richtig. Okay, also habt ihr beides. Gut, ja, ja, von da aus, ne? Viel Spaß bei der Jagd, ne? Und wie sagt man so schön? Weiß das einer? Nein, okay, die Pferde spawnen zum Beispiel oder hier spawnen Tiere natürlich. Ja, wie gesagt, 15 müsst ihr Punkte, glaube ich, erreichen, ne? Und je nachdem. Richtig. Spawn halt unterschiedlich, ja? Hier seht ihr zum Beispiel das Schaf. Oh, es wird hart gehartet. So. Geil. Oh, Alter. Das hört sich so mies an, wenn man ein Pferd abgestattet wird. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade im Hintergrund gehört habt. Ja. Eieieiei. Ja, wir schauen mal. Ne, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Hier spawnt schon das erste Pferd und es wird auch abgeschlachtet und dann kommt das nächste. Alter. Das ist ja hier voll die Schlachterei. 150 Sekunden sind noch Zeit, ne? Und sieht auf jeden Fall lustig aus, ja, tatsächlich. Ne? Und wer der beste Jäger ist, ne? Ich weiß gar nicht, die Punkte sieht man leider am Ende nicht, aber ich bin mal echt gespannt, ne? Der liebe Trucker fährt ja auch. Also sehr, sehr coole Challenge, sehr, sehr coole Idee auf jeden Fall auch. Muss man schon mal sagen. Ne? Sehr, sehr nice. So, wir schauen uns hier nochmal ein bisschen um. Ich wusste gar nicht, dass die neue Challenge jetzt schon kommt. Das ist aber sehr, sehr geil. Ja, 120 Sekunden sind noch Zeit. Da hat schon eine 11 gejagt, eine 10 gejagt. Also es sollte auf jeden Fall machbar sein, so wie ich das jetzt hier gerade bekomme. Der eine hat schon, die Illusion Place hat schon 20. Ja, wir schauen uns nochmal um. Welche, wie viel habt ihr schon tatsächlich hier alle, ne? Einmal 6, einmal 15, einmal 20, einmal 12, einmal 4. Was haben wir hier noch? 16. Ja, wie gesagt, alle, die über 15 sind, ihr seid durch. Ne? Jetzt kommt es natürlich darauf an, ob ihr fair seid. Oh, da hat schon eine 36. Auch. Also es ist auf jeden Fall gut machbar, so wie ich jetzt mitbekomme. 90 Sekunden sind noch Zeit. Und ich denke mal, ja, ihr habt das... oh Gott, ne? Ja, der eine oder andere wird vielleicht ausscheiden. Ich denke mal, hier brauchen wir tatsächlich keine Verlängerung. Also es sieht wirklich gut aus. Auch vom Timing. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Habt euch gut überlegt. Ne? Wir sind ja auf die super tolle Regie. Ja, ich bin echt gerade stark erstaunt, ne? Wer hat denn das programmiert? Ich glaub, der Malte. Echt? Hast du? Ja, nice. Ja, Mats wollte nicht, dass ich das mit Common Blöcken mache. Ja, richtig so. Common Blöcke wäre so buggy. Ne? Hat aber auch funktioniert. Ja, liebe Leute, seht ihr, ne? Wir machen ein paar Leute, die auch so einfach so ein bisschen hobbymäßiger programmieren, als wie die unsere eigenen Programmierer sozusagen. Ne? Der liebe Maker oder so, ne? Oder Leo. Ja gut, Leo nicht, aber Maker eher. Ne? Ja, ja. So, der Sklave von Pixel. Achso, steht über meinen Kopf eigentlich auch, bis ich was gejagt habe oder so? Nee, ne? Ja, aber. Null gejagt. In der Challenge drin, also das passt schon. Okay, ne, weil ich mich gerade gewundert habe. Das Scoreboard wird bei allen Playern angezeigt. Ja. Das kann man. Weil das über dem Kopf ist, kann man das nicht unterscheiden. Wir fanden das am besten geeignet, weil wenn du dann zu den Leuten hinfliegst, dann kannst du gleich sehen, wie sie haben und den musst nicht um die Tab drücken oder so. So, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt ist immer schwer zu sagen, brauchen wir eine Verlängerung oder nicht? Ich glaube, wir brauchen keine, oder? Es ist nur einer rausgeflogen. Okay, gut, dann, ja, 39. Super funktioniert. Ja, liebe Leute, ihr könnt ja mal, ne, ihr schreibt mal in den Chat, was haltet ihr davon, von der neuen Challenge? 3 sind raus, okay, das passt schon, ne? Und richtig geil, nice, keine Ahnung... Kills, Duell des Todes, Abstauber-Duell des Todes. Ja, ne, ich glaube, ich weiß nicht, ob die Bögen One-Shot oder sowas halt machen, dass ich weiß nicht, was die verzaubert sind. Normalerweise machen die Bögen One-Shot, wenn man sie ein bisschen spannt. Also wenn man sofort loslässt, dann nicht, aber... Habe ich mir schon fast gedacht. Ja, und alle, die hier jetzt in der nächsten Lobby sind, ja, ihr seid weiter und habt das neue Spiel sozusagen überstanden. Ich muss sagen, sehr, sehr cool und
Die Schwierigkeit dabei ist natürlich auch, wenn es natürlich viel mehr Leute werden, dann, ja. Der liebe Max Exo, hallo! und wenn es mehr werden, dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger. Aber ich weiß nicht, ob ihr da auch die Spawnzeit berücksichtigt habt oder so. Umso mehr Spieler sind, umso mehr spawnt, oder wie ist das? Ja, das war jetzt ein bisschen ausprobieren und abgeschätzt. Was war so ein Pokerspiel? Also, ich wusste jetzt nicht, ob 15 zu viel ist oder zu wenig und wie viele Tiere pro Sekunde spawnen können. Also, ich fand es jetzt tatsächlich richtig gut balanciert, muss ich sagen. Also es waren jetzt 4 Tiere pro Sekunde. Wenn wir jetzt noch, also wir können noch 5 Tiere pro Sekunde oder halt 10 Tiere pro Sekunde. Aber das bei 10 Tieren pro Sekunde ist das nachher schon von der Performance her nicht mehr so. Okay. Gut. Nice, auf jeden Fall. Gut. Ja, liebe Leute, was ist wo, wie. Achso, ich bin wieder runtergefallen wahrscheinlich. Ach nee. Diesmal bin ich nicht hier unten gespawnt, okay. Der Spawn ist seltsam gesetzt. Ja. Mich auch gerade gewundert, dass ich unten gespawnt bin. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Da müsst, also alle, ne, bei der nächsten Challenge müsst ihr gleich gerade ausrennen und dann durch das Gate durchgehen. Einmal, dann seid ihr auch wieder normal spawnen sozusagen. Also es kostet keine Zeit. Ja, die nächste Challenge ist unser allseits gehasstes und geliebtes Jump'n'Run. Je nachdem, wie gut ihr darin seid. Ja, eigentlich ein normales Jump'n'Run mit mehreren Zwischenstücken, sage ich mal so. Also das heißt, wenn ihr hier drüben einmal gewesen seid und... hier, ich liebe diese Sprünge. Na, hier bei diesen Sprüngen kann ich euch jetzt Tipp geben. Ne? Ja, ich kann auch mal Tipps geben. Einfach nichts drücken danach. Einfach drauf springen, nichts drücken und dann kommt ihr ganz easy rüber. Ne? Also wenn ich das schaffe, dann schafft ihr es ja wohl locker. Ja, ihr seht, ihr habt hier so eine Checkpoints. Also wenn ihr hier runterfällt oder so, dann könnt ihr wieder hier hoch und müsst nicht das ganze Jump'n'Run von Anfang an halt machen. Und vom Schwierigkeitsgrad her würde ich es einschätzen, leicht bis mittel. Ne? Aber wir hatten auch schon mal tatsächlich ziemlich schwierige Jump'n'Runs. Und ja, liebe Leute, seid ihr denn bereit? Ein Hashtag ja. Und wie gesagt, Leute, werden wir auch gleich in Mute im TeamSpeak. Wir müssen mal kurz gucken, wie die Regie dann halt nebenbei Zeit hat. Und genau, let's play. Wenn ihr irgendwas über Spenden wissen wollt, einfach Ausrufezeichen spenden. Ausrufezeichen spenden. Ist klar. Slash spenden. Eingeben und dann auf den Link klicken, da steht alles drin. Gut, ja, die Leute sind, glaube ich, auch bereit. Wie viele Minuten haben wir denn eigentlich Zeit? Ich muss mal gerade gucken. 8 Minuten haben wir fürs Jump'n'Run. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück, ne, wie immer. IP-Bann-Paxis, was? Okay, sollen wir dich bannen, Paxis? Nein, Quatsch. Gut, von da aus würde ich sagen, ja, die Regie, wenn ihr bereit seid, ne, lasst das Spiel beginnen. Und starten. 480 Sekunden, ja, und wir schauen mal, da unten kommen die Leute jetzt rein. Ihr rennt, glaube ich, alle gerade falsch. Ach nee, die klettern jetzt da hoch, oder was? Ah, die Leute, die schlau sind, die gehen, glaube ich, durch das Dings durch, ne? Durch das Portal. Ah ja. Jetzt schlau aber ist. Viele klettern die Leitern hoch, aber ihr könntet hättet auch das Portal durchgehen können, aber naja. So, wir schauen mal, wie das Jump'n'Run halt heute ist, ne? Und wenn es zu schwer ist, dann werden wir natürlich auch noch Verbesserungen oder halt, ne? Aber ich denke mal, es sollte machbar sein, ne? Für die Leute, die ein wenig geübt sind in Jump'n'Runs. Am Anfang ist es natürlich ein bisschen schwieriger, wenn die Massen hier so durchrennen, ne? Aber der erste kommt da schon rüber, ne? LeFlaxion ist zum Beispiel ziemlich gut dabei. Da drüben ist auch schon... Ah ne, das war die Regie. Genau, LeFlaxion, ob er es richtig macht? Ja, er macht's richtig. Easy. Das ist hier aber, ne, ein starkes Aufholen. Karo-Kick versucht mitzuhalten, aber er rennt trotzdem noch hinten dran. Alter Falter, LeFlaxion rennt da ganz schön durch. Ne, und wenn ihr runterfällt, wie gesagt, hier unten sind auch halt Gates aufgestellt, da könnt ihr auch durchgehen. Ne, da seid ihr ein bisschen schneller wieder am Spawn. So, First Rush Mitte versucht hier auch noch wieder voranzukommen. So, und der leider... Oh, da ist gerade jemand, ne? Wie gesagt, bei den Slime-Blöcken einfach nur normal raufspringen, nichts drücken und dann kommt ihr ganz normal rüber, ganz easy. Also keine Leertaste nochmal drücken, also nicht normal abspringen, nicht sneaken oder nicht ähnliche Sachen lieber. Ich weiß irgendwie, den Namen habe ich gerade nicht gesehen. Ja, das kann man nur als Tipp geben. Ja, der liebe... Ah, Fluxium YouTube hat es gerade zum Beispiel falsch gemacht. So, Fotofinish. Ja, LeFlaxion ist schon durch, oder was? Alter Falter. Ne, also ihr seht, wenn man hier ein Profi ist. Ja, Inan hat es auch gerade falsch gemacht, wie ihr gesehen habt. So, Inan nochmal. Und da. Genau. So, Paxis versucht es ja auch nochmal. Ja, sehr gut. Ne? Distas ist auch durch. Ne? Ein paar neue Namen auch mit dabei. Ich weiß nicht. Wenn ihr gerade Zeit habt oder so, liebe Leute, und ihr das hört oder so, ihr könnt ja vielleicht mal schreiben, ob ihr das erste Mal mit dabei seid. Also, ich, ne?
Also wenn mir jetzt Rivals HD schreiben würde, ich bin das erste Mal dabei, würde ich sagen, ne, verarsch mich nicht. Aber, na, ihr wisst schon. Vielleicht ist er tatsächlich wirklich jemand das erste Mal mit dabei, würde mich mal interessieren. So, bei Twitch schauen auch noch 11 Leute zu, laut meiner Anzeige. Aber es kann auch sein, dass die auch spendet, je nachdem. Wir wissen ja nicht, was heute hier noch, ne? Aber da wegen dem CLR-Browser, da werde ich auf jeden Fall nochmal gucken, dass die Twitch-Alerts auch wieder angezeigt werden. Ich werde mal kurz, ich habe ja Twitch-Alerts nebenbei offen, ich werde mal kurz einen Test-Alert machen, gucken, ob der durchkommt. Die gute Alert-Box. So, wie war das? Follow-Alert. Ich guck mal gerade. Nee, der kommt auch nicht durch. Hello there guys, today I'm gonna show you Ja, da muss ich gerade auf ein Tutorial weitergeleitet. Nee, okay, alles klar, gut. Gut, machen wir weiter mit dem Stream. Wir schauen uns weiter um, ne, beim Jump'n'Run, ne. Ich wollte kurz gucken, ob ich das nebenbei beheben kann, weil es ist immer ein bisschen doof, wenn das nicht angezeigt wird. Aber wir haben die 600 Follower geknackt, habe ich auch gesehen. Oh. Danke dafür. Und das heißt, ich kann jetzt, ich weiß nicht, ob wir es morgen schon machen, ob ich dann morgen das Event auch streame. Werde ich auf jeden Fall mal wieder einen Key verlosen für ein Game. Ich habe da ja noch so ein paar rumfliegen, ne, dank des Dimsugnets, die ich immer vergesse, ne, beziehungsweise... Es gab noch nicht so viele Gründe, sag ich mal so, bis wir halt die Keys halt raushauen, aber so bei 600 Followern können wir immer wieder was machen. Und nur bei den Spielen, die du noch nicht hast, ne? Was? Nur bei den Spielen, die du noch nicht hast, ne? Nö, tatsächlich sind auch Spiele bei, die ich halt nicht habe. Ne? Sowas wie Batman Arkham's Origin, also nicht der ganz neue Teil, aber der vorneueste Teil sozusagen. Oder, ich weiß nicht, was hatten wir noch? Denn Tomb Raider hat, glaube ich, auch noch irgendeinen Teil... ein paar Sachen. Arma zum Beispiel. Und was du mir letztens noch geschickt hast, lieber Frank. Da weiß noch, zu meiner User-Zeit, da habe ich auch einen Key gewonnen. Echt, ja? Was hast du gewonnen? Karo? Weiß es nicht mehr, so ein seltsames Spiel. Okay, alles klar. So. Genau, das schafft ihr, ne? Ihr wird schon sich gegenseitig angefeuert. Es gibt sogar tatsächlich noch welche, die bei der ersten Challenge, bei der ersten Abschnitt noch nicht rüber sind. Ente, du schaffst das. Genau. So macht man das, ne? So, Tomb Raider, Race of Tomb Raider, The Game Striker. Müsste ich genau mal nachgucken, tatsächlich. Wir brauchen mehr A-Keys. Ich habe Steam. Warte mal, Spielbibliothek. Ach nee, warte, das war. Ich glaube, war das das hier? Ja, ich hoffe, das wird auch angezeigt. Genau. Es ist Tomb Raider. Warum steht das denn hier nicht? Hier steht nur Tomb Raider. Ach ne, Tomb Raider Raider Row. Kann das sein? Ne, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du das kennst. Lieber Game Striker. Raider Row. Ne, also Raider und dann Row. R-O-W. Ne? Wolfenstein, die New Order haben wir tatsächlich auch noch, ne, und, dann haben wir noch Mafia 2 hätten wir tatsächlich noch, Batman Arkham's Origin, ne, sind so ein, zwei lustige Sachen sind hier auf jeden Fall noch bei. So, ich werde mal mein Steam wieder zumachen, damit die Leute hier im Stream natürlich nicht hier, ne, Langeweile schieben. Hätte ich ja mal zeigen können eigentlich, aber, na egal. Am besten die Kinoma, ne? Ja, am besten die Kino. Ne, ist ja als Geschenk in meinem Geschenkemütter. Und wir haben noch ein paar andere Keys auf jeden Fall auch noch, ne? Da werde ich mich mit dem lieben Signet mal beraten, was wir da nochmal raushauen. Ich weiß nicht, bei ihm ist es eigentlich egal, glaube ich. Aber vielleicht. Ich weiß nicht, muss mal gucken. Und wir werden es auf jeden Fall im nächsten Stream halt machen. Ob der jetzt morgen sein wird, das weiß ich nicht hundertprozentig, aber wir werden uns auf jeden Fall Mühe geben. So, der Chillex versucht ja auch noch durchzukommen. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch noch alles Gute hier, ne? Langsam wird die Zeit knapp für dich. Eieiei, ne? Aber mach dir keinen Stress, ne? Das schaffst du auch noch. Und ich denke mal, hier werden wir... er ist leider wieder runtergefallen. Ich denke mal, hier werden wir auch nochmal eine Verlängerung bestimmt machen. Wir müssen mal schauen, ne? Active King Arthur versucht es ja auch nochmal. Wie gesagt, lasst euch Zeit, ne? Und macht sie beim Ruhigen, ne? Seid euch sicher, dass ihr die Sprünge halt schafft. Ja, und da drüben sehe ich aber schon der ein oder andere, beziehungsweise die meisten haben es auch schon geschafft tatsächlich, ne?
Nee, weil Rails of the Tomb Raider ist relativ neu und gut. Ja, ja, ist klar. Aber ich glaube, Raid Row ist, glaube ich, auch ziemlich cool. Also ich mochte eigentlich Tomb Raider.